Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut, Haare geht es um Haarausfall. Es werden Medikamente und Wirkstoffe den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und ich bin angekommen bei Minoxidil äußerlich, das ist gelb mit Einschränkung geeignet. Minoxidil in Klammern äußerlich. Bei der Anwendung des Blutdrucksenkers Minoxidil verbessert sich bei einigen Patienten gleichzeitig der Haarwuchs. Deshalb wurde ein Haarwasser mit diesem Wirkstoff entwickelt. Und jetzt die Bewertung. Gelb mit Einschränkung geeignet bei androgenetischem Haarausfall. Das Behandlungsergebnis ist häufig nicht zufriedenstellend. Die Wirkung auf den Haarwuchs hält nur so lange vor, wie das Mittel angewendet wird. Wegen unzureichender Daten sind die Risiken einer Dauerbehandlung noch nicht zu beurteilen. Minoxidil kommt vor allem in Frage, wenn der Haarausfall durch einen Überschuss an männlichen Geschlechtshormonen, in Klammern Androgene, bedingt ist oder die Haarfollikel auf diese empfindlich reagieren. Der Wirkstoff kann den Haarausfall verlangsamen, sodass sich eine Glatze nur verzögert ausbildet. Ein kosmetisch akzeptables Ergebnis findet sich aber nur bei etwa 10 bis 20 von 100 Behandelten. Wird das Mittel weggelassen, setzt der Haarausfall unvermindert wieder ein. Wichtig zu wissen, es dauert etwa 2 in Klammern bei Männern bis 4 Monate in Klammern bei Frauen, bis der Behandlungserfolg sichtbar wird. Bessert sich der Haarausfall nach 4 Monaten in Klammern bei Männern bzw. nach 8 Monaten bei Frauen nicht nennenswert, sollte die Behandlung abgebrochen werden. Wenn Sie bereits blutdrucksenkende Arzneimittel einnehmen oder an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden, sollten Sie das Mittel nicht anwenden. Wenn das Medikament den Blutdruck senkt und Brustschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl auftreten oder sich der Herzschlag beschleunigt, sollte die Behandlung abgebrochen werden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Mangels Erfahrung sollte das Präparat nicht bei Kindern und Jugendlichen angewendet werden. Mangels Erfahrung sollte das Präparat nicht bei Kindern und Jugendlichen angewendet werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Mangels Erfahrungen sollte das Präparat nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Es geht weiter mit Östrogen äußerlich.